die Verteidigungsstation. Hier schießt doch was. Ah, und... Du versuchst jetzt anzudocken, ne? Da unten ist das auch eine Dock... Ah, du hast einen Dock gefunden. Muss ich da jetzt auch andocken? Docke an. Natürlich. Nicht Steuerung, okay. Die... Ah. Ja. Ich muss ja erst wieder andocken, ne? Vorher erledigst du deine Geschäfte ja nicht. So, langsam ran. Ausrichten. Vorfliegen. Bisschen da zur Seite. Ein bisschen runter. So. Warte auf den... Ja, ich... Jawohl. Bin gerade gelandet, fliegt er weg. Jawohl. Flieg mal hinterher. Landen Sie auf der Station. Ja, erfolgreich gelandet. Anderes Schiff haut ab. Läuft wieder. So. Guck mal, die müsste man einsammeln. Die müsste man klauen für die andere Mission. Aber egal. Jetzt folgen wir einfach mal entspannt dem Frachter und lassen uns überraschen. Erwarte Befehle. Ja, da habe ich jetzt gerade keine Zeit für. Ich hoffe, du musst eigentlich müsstest du jetzt irgendwo angedockt sein. So, am besten wirst du irgendwo angegriffen in einer anderen Station oder so. Also wird wahrscheinlich gleich irgendwo hier auf, mitten auf freiem Feld sein und da muss ich alleine gegen, haben sie bestimmt geändert, 50 Split kämpfen. Und dann stehe ich da. Vor allem der Frachter gibt nicht mal Gas. Der zuckelt jetzt hier mit 122 Meter die Sekunde durch. Ja, Sinza wäre jetzt wirklich super. Hallo? Frachter? Gaspedal? Ich bin auf meinem Transportschiff. Ja. Auf dem Weg zu der Installation. Ah, dann kommen die gleich. Oh, ist der Boron? Ja, geht doch. Prüfen werden Sicherheitsloks. Oh, das hat ja nicht lang gedauert. Man hat mein Verschwinden scheinbar bemerkt. Hm. Mein Schiff sollte sich bereits in sicherer Distanz befinden. Für die anderen Schiffe sieht es weniger gut aus. Halten Sie sich bitte bereit. Hm, okay. Wir befehlen unseren Schiffen, Ziele abzufangen. Du sie begleiten, während ich weiter untersuche. Ja, Bruder. So, ich bin jetzt schon mal erstmal hier. Wo sind sie denn? Müssen die jetzt nicht eigentlich irgendwo auftauchen? Hm. Nein, das ist nicht gut für das Geschäft. Dann du halt sterben. Okay, jetzt haben wir sie. Ich sehe sie wieder nicht. Da ist doch was. Ich sehe euch schießen. Ja, die werden mich doch bestimmt gleich umbringen. Oder der Frachter? Schießt er wenigstens auch zurück? Ach so, kämpfen die gar nicht mehr? Du bist noch rot, ich muss dich wohl noch abschießen.
Na, kriege ich dich? Natürlich kriege ich dich. Stabile Hülle. Hau ab. Na los, komm. Na. Oh, es wird vorhalten. Das liegt mir voll, ne? Man sieht es. Ich bin ja schon froh, dass ein bisschen Unterstützung dabei ist. Und anscheinend habe ich sogar einen Kollegen Jäger zur Unterstützung dabei, weil ich treffe den Typen nicht. Ich treffe den nicht. Ich bin da zu doof für. Vor allem dreht er sich, auch nur im Kreis um mich, ne? Jetzt aber. So, geht doch. So, jetzt kann ich noch was einsammeln. Klack, klack. Gab's jetzt noch was? Alter. Seeschwalbe, Angreifer. Ist jetzt noch was Rotes? Es war noch. Es waren zwei. Eine hat gesagt. Flieg zurück. Also wird eine wohl zurückgeflogen sein, genau, deswegen passiert jetzt auch gerade nichts mehr. Die Musik ist weg. Ja, das Problem ist, glaube ich. Ja, bitte gerne. Jetzt haben wir Teladi schon auf 0. Vorhin hatten wir noch minus 2. Wir müssen mehr Feinde in deren Nähe umbringen. Ja, oder hatten wir minus 1? Hat der eine Kriminelle uns auch einen Punkt gebracht? Also wenn, dann werde ich mich nur noch irgendwo hinstellen und Kriminelle wegschießen, wenn die einen Punkt Ruf bringen. So, jetzt muss ich bestimmt warten, bis der hier Autopilot eingeschaltet. Den Sektor verlassen hat. Und dann sollte, genau, eskortiere Schiff aus dem Sektor, das machen wir ja gerade. Und dann müssen wir zum Hauptquartier fliegen. Und dann haben wir immer noch das Finanzproblem. Wobei, vielleicht reicht es ja für die Hauptmission, wenn wir das Hauptquartier im Betrieb haben, was wir ja durch den Boronen dann in Betrieb nehmen können, dass wir dann endlich weitermachen können mit der eigentlichen Quest. Also ich möchte mit der eigentlichen Quest weitermachen. So, wie weit ist es jetzt noch mit zu, bis zu diesem... Guck mal, hier ist noch eine. Was ist das hier? Eine Handelmission oder sowas? Man sieht es ja wieder nicht. Piloten gesucht. Lieferziel. Wir suchen zwei Piloten. Ach Gott, bis ich Mitarbeiter und sowas gefunden habe, das dauert auch wieder ewig. Oder kann man die jetzt neuerdings gezielt buchen? Ich habe sonst immer irgendwelche Mitarbeiter von den Stationen weggeräubert. Beschleuniger, Evas Zwilling, 3. Mein Motor zuckelt. Das klingt nicht gut. Der Vergaser ist kaputt. Ist das jetzt irgendein Tonfehler? Autopilot, Kokri. Danke für Ihre Hilfe. Bitte gerne. Docke an Hauptquartier. Autopilot, eingeschaltet. Gut. Den Weg zum Hauptquartier kennt mein Bereiche. Schiff jetzt, ja? Evas Zwilling, 3. Immerhin. So, genau, Hauptquartier. Ah, nein, hier kennt das wieder. Doch, da ist das Sprungtor. Kannst du einmal bitte hier hin, einmal bitte da, na, erstmal genau, erstmal alle Missionen abbrechen. Und dann flieg einmal da durch. Und dann müssten wir irgendwo da nach reinkommen. Oder war da noch ein Sektor zwischen? Weiß ich gerade nicht mehr. Ja, dann brauchen wir dieses nervige Sprungtor nicht mehr suchen. Dann macht er das jetzt für uns.
Für irgendwas müssen diese ganzen Schiffe doch da sein. Wir haben ja schon 300.000. Dafür können wir uns immer noch nichts leisten, was uns hilft. Also weder Miner noch Händler. Es wird für die Station auch nicht helfen. Wir könnten jetzt noch mal gucken. Wir haben ja einen Teil der Mission abgeschlossen. Wir sind jetzt bei Terra immer noch auf plus 17. Schade. Genau, so flieg du jetzt einmal bitte durch das Tor. Das kann jetzt nicht so schwer sein. Mein Autopilot macht anscheinend noch das, was er soll. Muss hier wieder irgendwas abschießen? Ja, greife an. Ich kann nicht einfach irgendwelche Händler von den Teladi angreifen. Noch mögen die mich ja. Erreiche. Erwarte Befehle. Auch wenn das vielleicht noch so viel... Ich habe gesagt, du sollst da durchfliegen. Ach so, da musst du erkunden machen, dass du da hinkommst. Der Rapier ist fertig. Ganz schön viele Minen, ne? Sind die noch von dem Kampf hier? Kannst du das herausfinden, was dieser Container da ist? Du kannst auch Container einsammeln machen. Da sammelst du jetzt alle Container, glaube ich, in diesen Sektor ein, aber du kennst gerade keinen, ne? Das ist auch eine schöne Funktion. Container sammeln. Genau, und dann dahin durch. So. Achso, ja, erst wieder die Missionen, alle Missionen aufheben. Dann eigentlich hinfliegen und hinfliegen heißt eigentlich, dass er dann da durchfliegt. Aber das macht er auch nicht immer. So, wir sind aktuell hier. Ich werde jetzt nicht diesem Sicherheitscontainer folgen, weil der wird mich auch wieder nur frustrieren. Genauso wie das Schiff mich frustriert, weil es so langsam ist. Ich kann auch theoretisch, statt das mit dem Autopiloten zu machen, hätte ich auch sagen können, dass der Pilot mich direkt hier andockt. Das wäre noch einfacher gewesen. Und er lässt sich Zeit. Ich muss das Schiff auch noch reparieren. Ich muss beide Schiffe reparieren. Ich verdiene einfach kein Geld. Ich habe noch nie einen so finanzschwachen X-Staat gehabt. Und das, obwohl ich ja eigentlich auf Mission gespielt habe. Eine Mission war auch noch. Die Missionen waren am Anfang auch noch nie so kostenintensiv. Beziehungsweise man hat. Wenn man eine Story verfolgt, ist zumindest dabei Geld verdient. Oder man hat wie bei X4 Normalstart überhaupt keine Story. Erreiche System. Sündhafte Vergeltung. So. Vielleicht schafft er das. So. Das andere Schiff ist jetzt durch, ne? Genau. Dann bist du jetzt da, wo du hin wolltest. Und dann kannst du theoretisch hier auch noch einmal durch und dahinter erkunden. Ach nein. Ausgeschaltet. Erst wieder hier alle Aufträge entfernen. Dann hier durchfliegen, erkunden. So, und ich selber habe jetzt gerade wild geschossen, weil ich hier eigentlich nicht lang wollte. So. Hallo. Ja, hallo, steig mal bitte ein. Ich gebe dir jetzt den Auftrag, da anzudocken, weil ich muss mir was zu trinken holen. So, andocken und warten. Das ist einmal dein Auftrag. Ich habe volles Vertrauen in dich. Ne? Das wird voll in die Hose gehen. Sixtra hat mit der Story angenehm Geld und Schiffe verschenkt, aber war ja mit den Terraner-Sektoren auch schon genug bestraft. Das stimmt. Also, ja, man hat da gut was geschenkt bekommen. Ich habe mir auch sagen lassen, dass man wohl hier in der Story auch was geschenkt bekommt.
Aber das heißt ja nichts. Müssen wir mal gucken. Toll. Bist du jetzt? Welchen Weg nimmst du denn jetzt? Nimmst du jetzt den großen Umweg? Oder hast du dich entschieden... Gut, wie gesagt, ich muss mir was zu trinken holen. Ich lasse das hier mal laufen. Und dann gucken wir mal, was die hier so anstellt. Wo die uns hinbringt. Ich hoffe ja an die Station. Bis gleich. So. Es lebt noch. Hä? Wo fliegst du hin? Wo will die hin? Ihr! Weg da! Autopilot eingeschaltet. Wo wollt die hin? Okay, die Piloten sind eindeutig schlimmer. Und mein Headset ist falsch rum auf, es klingt falsch rum. Oder? Nee. Ich bild mir das ein. Also, nee. Die Piloten sind eindeutig schlimmer als der Autopilot. Der Autopilot findet wenigstens das Ziel. Also ganz ehrlich. Was wollt die hier? Die wollt bestimmt wieder in irgendeiner Station andocken. Und jetzt ist gerade die Frage, wären die Sprünge... Na, da sind ein paar, ne? Da rechnet er jetzt anders, glaube ich. Der berechnet jetzt die Autobahn und meint, die Autobahn ist schneller. Irgendwie habe ich, glaube ich, gerade keine Lust auf den Autopiloten. Autopilot ausgeschaltet. Und jetzt gucken wir mal, mit dem, wenn wir da rüberfliegen, dass uns nichts passiert. Das war doch dieser komische, mir wehtuende Asteroidengürtel, ne? Genau, die Leere. Die Leere ist der wehtut. So, wenn man drüber fliegt, passiert nichts. Ist also alles gut. So, dann werde ich jetzt aber gleich hier durch die Tore gehen. Ich glaube, hier durch die Tore ist schneller. Außerdem decke ich den Weg hier dann auch auf. Oder sind... Gut, sind 1, 2... 1, 2, 3... Sind zwar auch 4 Sprünge. Erreiche System. Aber es ist doch schneller. Ist doch schneller, wenn ich das Tor da hinten nehme. Da ist es ja schon. So, jetzt nicht versehentlich auf den Highway und dann passt das schon. Ich werde jetzt da lang fliegen. So, ist mir egal, was das Navi sagt. Das spinnt sowieso die ganze Zeit. Und macht das nicht so, wie ich das möchte. Hier sind so viele Schiffe. Weil, ne, warte mal. Wie? Hopf. Ihr müsstet doch, glaube ich, Krieg mit denen hier haben, ne? Also eigentlich sind die Argonen mit den Paraniden im Krieg. Wenn ich mich nicht irre. Waren sie jedenfalls sonst immer. Kann man das eigentlich auch jetzt nachgucken? Warte, erstmal durch das Tor. Und dann gucken. Bevor ich gleich am Tor vorbeifliege oder sowas. Dann wäre ich auch nicht besser wie die Pilotin. Erreiche System. Und er möchte immer noch zurück. So, warte mal, jetzt muss ich einfach noch mal